ist in Ordnung. Ich werde überall geblendet. Aber irgendwie dachte ich mir, ich gehe mal lieber hier hin, weil es hier heller ist. Weil es ist hier ein bisschen zu hell. Willkommen an diesem wunderschönen, sehr, sehr sonnigen Sonntag. Mir ging es die letzten Tage richtig scheiße. Also die letzte Woche fast komplett ging es mir richtig scheiße. Ich hatte richtig, richtig doll Migräne. Und es war wirklich sehr, sehr, sehr unschön. Und dann war ich auch noch die letzten Tage alleine. Das heißt, ich hatte auch niemanden, der sich vielleicht ein bisschen um mich kümmern konnte oder der hier irgendwie was im Haushalt machen kann. Deswegen sieht es hier aus wie... Also es ist wirklich nicht schön. Es ist wirklich, wirklich nicht schön. Hier ist so viel stehen geblieben überall, weil ich gar nicht die Energie hatte, irgendwas irgendwie wegzuräumen oder zu machen. Also ich war schon froh, wenn ich genug Energie hatte, mir irgendwie was zu essen zu holen. Und dann habe ich natürlich die Teller nicht mehr in die Küche gebracht oder in die Spülmaschine geräumt oder irgendwas gemacht, sondern das halt einfach stehen lassen. Und das ist auch okay so. Also in so einem Moment gibt es halt wichtigere Dinge. Da geht Gesundheit natürlich vor, aber es ist schon ein bisschen, es ist nicht ganz so schön, wenn sich das dann alles so ansammelt. Aber das ist nicht so schlimm, denn mir geht's wieder richtig gut. Also mir geht's vor allen Dingen so gut, weil ich diesen Kontrast so habe von gestern zu heute quasi. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist einfach so diese Erleichterung, dass ich endlich wieder mich wie ein Mensch fühlen kann. Deswegen geht's mir gerade richtig, richtig gut. Ich war schon duschen, ich habe gefrühstückt, ich fühle mich einfach wieder frisch und lebendig. Und es freut mich gerade einfach sehr. Deswegen ist der Plan für heute hier erstmal alles komplett aufzuräumen. Richtig schön gründlich, damit es hier wieder gut aussieht. Ich muss auf jeden Fall auch Wäsche waschen. Dann wollte ich wahrscheinlich noch ein bisschen was für die Woche planen. Also ich lege ganz gerne so meine Outfits für die Woche schon vorher raus. Das wollte ich auch, glaube ich, auf jeden Fall noch machen. Und ja, und dann schaue ich mal, was noch so alles anfällt. Aber der Hauptfokus heute liegt auf jeden Fall auf dem Aufräumen, weil das ist echt dringend nötig. Hey. Ich glaube, ich damit anfangen, wo sind so die Einkäufe auszuräumen, die am Freitag, glaube ich, geliefert wurden. Also ich habe natürlich die Sachen, die in den Kühlschrank müssen, schon ausgeräumt, aber alles andere habe ich einfach stehen lassen. Also erster Punkt auf der Liste heute ist auf jeden Fall die Küche aufzuräumen. Ich habe mir schon meine Kopfhörer aufgesetzt, weil ich eigentlich immer Musik höre oder Podcast höre und ich liebe das ja. Also zum einen mag ich aufräumen irgendwie, weil es danach einfach so richtig schön ordentlich ist und man so richtig schön... So, man hat einfach so ein richtig, so dieses so zu sehen, wie das sauber wird, das ist einfach irgendwie so satisfying. Was ist da? Und gleichzeitig macht es halt einfach auch irgendwie Spaß, wenn man halt so nebenbei Musik hört und so und ja, okay, let's go. If I'm better off alone.
Waschmaschine im Hintergrund. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Aber ich wollte jetzt eigentlich die Küche erst halt komplett aufräumen und mir dann was zu essen machen. Aber ich habe jetzt einfach schon so Hunger, dass ich mir jetzt schon Mittagessen mache. Weil ich tendiere halt richtig, richtig schnell dazu, dann einfach zu sagen, ja egal, ich mache das noch eben schnell zu Ende und dann mache ich mir was zu essen. Und das endet dann immer da drin, dass ich Magenschmerzen kriege, dass mir schlecht wird. Und sowas kann halt auch easy bei mir eine Migräne triggern oder Kopfschmerzen triggern. Und das möchte ich halt jetzt eigentlich nicht, weil ich hatte gerade erst Kopfschmerzen und Migräne. Und deswegen koche ich mir jetzt schnell einfach Kartoffeln, wenn ich irgendwie was zum Mittagessen habe. Und da kann ich ja auch schnell weitermachen. Aber ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass ich jetzt kurz Pause mache und nicht einfach sage, ach, ich mache das jetzt schnell noch zu Ende. Weil es sieht hier schon auf jeden Fall ganz gut aus, aber es muss halt auch noch ein bisschen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall wieder eine zu lange gewesen, weil ich jetzt schon halt Bauchschmerzen habe vor Hunger. Deswegen, ja, muss ich mich manchmal so ein bisschen dazu zwingen, Pause zu machen bei sowas. Aber ja, das mache ich jetzt. Ich mache jetzt erst schnell Essen und dann mache ich. Okay, mein Essen ist endlich fertig. Ich habe jetzt einfach nur Kartoffeln mit Creme Vega drauf und ich habe da noch so ein bisschen Olivenöl dran gemacht und Salz kommt da gleich noch drauf. Und das werde ich jetzt schnell essen und dann kann ich schnell weitermachen. Ich habe jetzt schnell die Küche fertig aufgeräumt. Ich muss hier nur noch saugen, aber das mache ich dann später quasi so alles in einem Rutsch. Ich finde, das macht so einen großen Unterschied, weil vor allem so in der Küche ist irgendwie mir so Ordnung schon am wichtigsten oder beziehungsweise ich finde, es macht irgendwie den mit dem größten Unterschied. Aber I don't know. Ich bin einfach sehr froh, dass es hier wieder so aussieht, wie es aussieht, weil es hat echt ein bisschen gedauert, hier wieder alles einigermaßen ordentlich zu kriegen. Und ja. Aber ja, ich mache jetzt im Schlafzimmer weiter. Schlafzimmer komplett fertig und es hat echt ein bisschen gedauert. Also das waren auf jeden Fall auch so die aufwendigsten beiden Räume jetzt. Fehlt halt noch das Bad, aber das mache ich halt später, weil das ist jetzt eh schon dunkel drin. Hier ist es noch nicht ganz so dunkel, deswegen möchte ich erst jetzt gucken, was ich nächste Woche anziehe, also meine ganzen Outfits für nächste Woche planen, weil es halt hier gerade noch schön hell ist, dann kann ich noch ein bisschen Helligkeit haben. Bisschen Sonnenlicht, das hier noch so ganz minimal reinkommt. Und dann putze ich nachher das Bad. Ich schaue mal, wie gründlich ich das noch machen werde, weil ich merke schon, dass ich noch nicht ganz so 100% fit bin. Aber das schaue ich dann. Aber es ist auf jeden Fall schon so ein nices Gefühl, dass es hier jetzt so ordentlich ist. Es fühlt sich so gut an. Ich bin so happy damit. Also wirklich, es ist schön. Es ist richtig schön. Naja, jetzt plane ich meine Outfits für nächste Woche, weil ich mache das ganz gerne, weil irgendwie, I don't know, ich habe immer das Gefühl, dass das für mich so eine weitere Hürde ist, morgens halt irgendwie so meinen Tag zu beginnen, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Und deswegen ist es für mich halt einfacher, wenn ich einfach irgendwie so halt das vorausplane. Ja, deswegen mache ich das jetzt. Oh mein Gott, guckt euch das an. Das sieht so schön aus mit der Sonne. Ich brauche mehr Sonne. Ich brauche so eine richtig helle Wohnung, wo nicht nur irgendwie so 3 Stunden am Tag Sonne reinscheint. Ich habe gerade versucht, irgendwie die Spiegelung aus meinem Gesicht, aus meiner Brille wegzukriegen. Funktioniert nicht so. Ignorieren wir. Also, ich habe jetzt meine Outfits alle geplant. Ich habe zuerst natürlich das Wetter nachgeguckt. Und nächste Woche werden es einfach so bis zu 13 Grad teilweise. Und also ich habe direkt richtig Frühlingsgefühle bekommen. Dachte so, es ist Frühling. Und musste mich so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen bringen. Das heißt, vielleicht sind einige Outfits ein bisschen zu sehr Frühling. Aber da schaue ich dann mal, was ich an dem Tag mache. Grundsätzlich geht es mir auch gar nicht so darum, dass ich dann das immer genau anziehe. Ich habe das jetzt auch nicht so tagesmäßig geplant, sondern einfach nur so ungefähr.
Aber dass ich halt einfach schon mal so eine Idee für den Tag habe. Und wenn ich dann an dem Tag sage, boah, es ist da ein bisschen zu kalt, dann kann ich es halt noch abändern. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es halt auf jeden Fall einfacher, als wenn ich so gar keinen Plan habe. Ich werde jetzt erstmal mir was zu essen machen, weil ich habe schon wieder Sauhunger. Und ich habe auch, es ist auch jetzt schon echt spät. Aber gut, ich muss mal schauen, ob ich noch das Bad putze. Ich muss ehrlich zu mir sein, vielleicht mache ich so ein bisschen ganz schnell. Ich glaube, ich mache so eine schnelle Version von Badputzen, weil ich habe echt nicht mehr so viel Energie, um das ganz deutlich zu machen. Und ich muss auch noch, ich würde noch ein richtiges Abendessen machen, weil wenn mein Freund gleich wiederkommt. Ich meine, die haben zwischendurch irgendwo angehalten zum Essen, aber trotzdem. Dann ist es cool, wenn wir irgendwas zum Snacken heute Abend haben. Deswegen wollte ich so nahen Brot machen. Das ist ein Hefeteig, der muss noch gehen. Das heißt, ich muss mich ein bisschen beeilen, aber okay. Ja. Ich werde das Video jetzt beenden. Ich bin sehr happy, dass ich heute alles geschafft habe, dass es hier wieder gut aussieht. Und ja, ich werde mich jetzt in mein Bettchen sitzen. Ich sitze schon in meinem Bettchen. Und eine Serie gucken und meinen Naan essen. Das hat gerade schon so gut gerochen. Ich freue mich so sehr darauf. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!